Heute bauen wir in Skytech ein eigenes Minispiel. Ich habe nämlich eine Challenge verloren gegen Iosa im Livestream. Da habe ich nämlich gesagt, yo, alter Iosa, ich schaffe dein Jump'n'Run jetzt ohne Fehler. Ich hatte einen Fehler drin und dadurch hatte Iosa was bei mir gut. Und Iosa hat gesagt, mach eine Challenge oder ein Minispiel. Also werde ich hingehen, da hinten ein kleines Minispiel hinpacken. Das kann man aber nur so zu zweit spielen. Das wird überragend. Das ist eine Eigenkreation. Das hatte ich tatsächlich mal vor, in Craft Attack 3 zu bauen, dieses Minispiel. Aber das werden wir jetzt drüben durchsetzen. Ich habe mir überlegt, was benutze ich denn als Blöcke zum Boden bauen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mir einfach ein paar Eisenblöcke da mit. Weil wir brauchen jetzt erstmal eine Grundplattform. Ich erkläre euch gleich das Prinzip. Es hat nämlich was mit einer, mit etwas zu essen zu tun. Ja, Essen auf jeden Fall. Das ist wichtig bei der Sache. Ich muss mir nur kurz noch einen anderen Block einfach mitnehmen. Irgendeinen anderen Block, das ist egal. Wir gehen jetzt erstmal in die Mitte und bauen die Plattform. Mal gucken, wo ist denn da noch so irgendwie Platz. Wäre das, ja, von hier aus wäre es praktisch, weil ich muss da tatsächlich ein bisschen Platz so nebenbei haben. Oh, ich habe kein Essen dabei, egal. Wir bauen uns jetzt nämlich erstmal so ein bisschen in diese Richtung, so ist erstmal egal, 1, 2, 3, 4, doch, ne, ist nicht egal. Ich zeige euch gleich, worum es geht. Wir brauchen nämlich ein bestimmtes Feld, 1, 2, 3, 4, dann zack. Und dann machen wir nochmal eins. So, das da ist unser Mittelpunkt. Und von hier aus geht es einmal 8 Blöcke in diese Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 Blöcke in jede Richtung. Von hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr fragt euch bestimmt, was es damit auf sich hat. Ich erkläre es euch wirklich gleich. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So wird das Ganze aussehen. Das hier wird noch ersetzt, einfach mit Eisen. Das hier sind auch einfach nur die Baublöcke, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Und das wird das Spielfeld. Ich muss das Ganze hier mit einer Axt einfach mal wegkloppen. Ich brauche jetzt auch gleich noch Essen. Der Mittelpunkt muss hier aber bleiben. Das wird der Mittelpunkt. Und wir werden gleich mit einer bestimmten oder mit etwas Bestimmten zu essen, werden wir da ein kleines Minispiel draus machen. Das wird richtig, richtig easy. Ich muss mir nur kurz etwas zu essen organisieren. Und wenn ich das Essen habe, dann können wir da natürlich direkt loslegen. Ich hole mir noch kurz eine Axt. Und ich brauche noch verschiedenfarbige Wolle, also da könnt ihr dann, also da ihr habt im Prinzip, was die Punktzahl angeht letztendlich, habt ihr dann so ein bisschen das Sagen, würde ich behaupten. Ich nehme einmal das damit, einmal nehmen wir das damit, dann nehmen wir noch das damit und dann nehmen wir noch, komm, 4 Farben machen wir. So, nehmen wir das mal mit hier. Und ja, ich weiß, Alter, ich kann es mir so vorstellen, dass so viele einfach jetzt da sitzen und denken so, Was macht der da? Das frage ich mich manchmal auch. Und heute frage ich mich das eigentlich gar nicht, weil ich übel den Plan habe. Also ich habe einen richtig guten Plan. Wir gehen jetzt nämlich hin auf diese Fläche, müssen erstmal das einfach mit Eisen. Warum ich Eisen nehme, ist eigentlich, keine Ahnung, ich habe einfach Bock, mal das Eisen zu verbauen. Immer mit Cobblestone zu bauen, ist ja auch irgendwie lame. Ich muss euch gleich dann auch die Spielregeln erklären und worum es bei dem Ganzen geht. Deswegen, ich will da nicht runterfallen. Jetzt mach mal langsam hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, da ist der Mittelpunkt. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, ich gehe hin und fülle alles. So, die Fläche habe ich jetzt komplett fertig gebaut. Hier drauf wird das Minispiel sein. Und ich habe euch ja gesagt, wir brauchen da noch so eine bestimmte Frucht dazu. Ich hole sie mal. Die bestimmte Frucht, die wir brauchen, ist nämlich folgende. Achtung. Oh, Klim ist online. Moin. Erstmal Moin schreiben. So. Die Chorusfrucht. Damit wird das Minispiel nämlich funktionieren. Weil das Ganze wird jetzt so funktionieren. Ich erkläre euch das Prinzip. Wir werden jetzt gleich die Wollfarben hier nehmen. Die werden wir wild auf dem Spielfeld verteilen.
Und zum Beispiel, nur als Beispiel, da möchte ich aber euch mit dabei haben. Ihr entscheidet das jetzt gleich in den Kommentaren. Ich werde jetzt zum Beispiel hier so ein Feld machen. Das sieht so aus. Dann ist daneben so ein bisschen grün und so. Und hier ist immer der Ausgangspunkt. Hier ist die Mitte. Also es wird alles hier so ein bisschen aufgefüllt sein, würde ich jetzt mal sagen. Und dann sagen wir zum Beispiel, also wenn wir die Frucht essen, werde ich in einem 8x8-Feld teleportiert. Ihr seht, ich bin jetzt hier gelandet. Dann muss man halt gucken, auf welchem Block man genau steht. Und wenn das jetzt zum Beispiel rote Wolle gewesen wäre, dann würde das zum Beispiel heißen, ich hätte 5 Punkte. Dann muss man da halt zusammenzählen, so in etwa. Also das kann man halt auch nur zu zweit spielen oder man muss irgendwie einen Highscore knacken. Man darf 3-mal die Frucht essen. Also man muss essen, dann wieder zurücklaufen, essen, wieder zurücklaufen. Dann hat man eine bestimmte Punktzahl. Wie genau ich die Punktzahl mache, habe ich absolut noch gar keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich kleister das ganze Ding jetzt mal voll und bin auch auf eure Kommentare gespannt, wie wir das Feld hier machen. Ich muss ja auch noch Fackeln drauf klatschen und dann noch so vielleicht so ein Highscore-Board irgendwie an die Seite ranklatschen. Bin mal gespannt, was das jetzt wird. So, ich habe das Feld jetzt hier komplett fertig. Ich habe jetzt auch noch 4 lila Blöcke reingepackt. Das sind sozusagen die seltenen und die sollten eigentlich am meisten Punkte geben. Den Rest, also orange, gelb, rot und grün, da könnt ihr jetzt mal in die Kommentare einfach Vorschläge schreiben, welche Punktzahlen das Ganze geben sollen. Und dann können wir da im Livestream so ein Board hinschreiben, wo sich dann in Zukunft vielleicht so eine Art Highscore-Liste, und wenn man den Highscore bricht oder so, dann kriegt man einen Checkpot oder so. Ich weiß noch nicht genau das System, aber das ist das Prinzip von meinem Minigame. Ich stehe hier auf dem Block, da muss man immer stehen. Man kann es auch theoretisch 2 hoch machen. Ich muss es jetzt dann gleich noch ausleuchten, das ist ganz wichtig. Und man muss hier draufstehen und dann isst man eine Chorusfrucht und tada, oh, fast auf dem Lilanen. Aber jetzt ist man dann, wenn man geradeaus runter guckt, da ist es wichtig. Welcher Block ist ausgewählt? Das ist der rote. Das heißt, ich stehe auf dem roten Block, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder das ist der Block, der zählt. Und jetzt hätte ich zum Beispiel, keine Ahnung, rot sind 5 Punkte. Ne? Habe ich 5 Punkte. Dann gehe ich zurück, dann gehe ich hier in Essen wieder. Zack, ich gucke runter und jetzt ist es orange. Orange sind zum Beispiel 10 Punkte. Jetzt hätte ich insgesamt 15 Punkte. Und jetzt gehe ich das dritte Mal essen. Achtung. Und zack, ich gucke runter. Oh, wieder orange. Das heißt, es wären nochmal 10 Punkte zum Beispiel. Dann hätte ich 25 Punkte. Und wenn ich jetzt noch einen Gegner habe oder so, dann könnte man das so gut gegeneinander spielen. Finde ich eigentlich eine ziemlich nice Minigame-Idee. Und ich fand eigentlich die Challenge, die mir Iosa da gegeben hat, richtig nice. Dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was könnte man als Minigame machen, was eigentlich auch relativ einfach ist, was es vielleicht noch gar nicht gibt. Jetzt fehlt dann halt hier noch eine Highscore-Liste im Prinzip, wo man sich eintragen kann. Und ansonsten würde ich mich jetzt noch mega, bevor es beendet ist, dieses Minigame. Das werden wir im Livestream, werden wir das einfach abhaken. Würde ich an der Stelle einfach voll auf euer Feedback hoffen, dass ihr in die Kommentare schreibt, wie und das, und vielleicht hat noch jemand eine Idee, eine besondere Idee, wie wäre es, wenn wir da irgendwie noch, keine Ahnung, Wasser mit einem Pufferfisch reinsetzen oder so, irgendwie was in der Art. Also bin mal gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt. Ich hoffe, euch gefällt das Spielprinzip. Und ich denke, da könnte man die ein oder andere Partie halt gegen GroKo oder so spielen. Ist halt absolut ein Zufallsspielmodus mit der Chorusfrucht. Da kann ich ja zum Glück genug ernten. Da habe ich ja da hinten mehr als genug. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo und bis zum nächsten Mal. Checkt die anderen Videos aus. Hier, ciao.